Ahoi Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist David Cray und heute werde ich dir was ganz Cooles vorstellen, und zwar einen mobilen Fotodrucker, den man einfach mitnehmen kann, womit du damit ein Smartphone Bilder unterwegs ausdrucken kannst. Hört sich sehr vielversprechend an, und ob der wirklich so gut ist und was der alles kann, das werde ich dir jetzt in diesem Video verraten. Viel Spaß! Das ist jetzt nicht der Fotodrucker, aber der ist hier drin. Das ist jetzt ein Case, was ich mir extra gekauft habe, damit der Drucker unbeschadet auch von A nach B kommt. Und den machen wir jetzt einfach mal auf. Und so sieht das Innenleben aus. Wir haben jetzt ganz viel Zeugs hier drin. Angefangen mit dieser Fotokassette. Hier sind dann die Bilder drin. Dann habe ich hier verschiedenes Fotopapier. Einmal mit Postkartenlayout. Vielleicht sieht man das hier. Und einmal ohne. Das ist ganz normales Fotopapier. Aber eines schon mal vorweg, das kann ich euch nicht empfehlen. Sieht zwar cool aus, aber ist viel zu wabbelig. Und wenn man das verschicken sollte per Post, dann wird es auf jeden Fall nicht ankommen. Zumindest nicht so, wie ihr es weggeschickt habt. Also wahrscheinlich verknillert und, naja, zerstört. Also das braucht ihr dann nicht kaufen. Auf jeden Fall, das Fotopapier ist gut. Das andere Fotopapier mit dem Postkartenlayout nicht. Mit das langweiligste hier, das ist das Netzkabel. Ja, das gehört auch noch dazu. Damit kann man dann den Fotodrucker betreiben und auch gleichzeitig den Akku hier aufladen. Akku muss man leider extra dazu kaufen. Kostet, naja, ca. 30 Euro und reicht für ca. 30, 40, maximal 50 Bilder. So sieht dann die Fotokartusche aus, wenn man das so nennt. Die steckt man dann in die Seite rein und dann kann man bis zu 54 Bilder ausdrucken, wenn ich das richtig gelesen habe. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, der Canon Selfie CP1300. Das Case tue ich mal weg. Was ich euch noch sagen wollte, das Case kann ich euch in die Videobeschreibung reinpacken, damit ihr euch das mal genauer angucken könnt. Kostet 20 Euro und der Drucker ist immer gut verpackt. So sieht er aus, der Fotodrucker CP1300 ist relativ leicht, sehr kompakt, wie ihr seht. Ich habe normal große Hände und wir gucken uns den mal kurz von allen Seiten an. Das ist die Vorderseite. Hier kann man die Fotokassette reinstecken und eine Speicherkarte. Das ist die Seite, da kommt dann die Kartusche rein. Hier steckt man dann den Akku dran. Das mache ich gleich mal. So, zack. Passt leider nicht farblich zum Drucker, aber egal. So, auf der Seite hat man noch Anschlüsse. Da kann man dann eine Kamera mit PicBridge-Unterstützung anschließen und ein PC, Laptop, wie auch immer. Ein Kensington-Schloss. Hier sind relativ billig wirkende Tasten. Aber naja, Hauptsache die Bildqualität von dem Drucker stimmt. Der Rest ist mir dann piep egal. Was mich ein bisschen stört, das Klappdisplay kann man nicht ganz weit rumklappen. Ja, sollte der Drucker jetzt etwas höher stehen, auf dem Schrank zum Beispiel, kann man die Bilder nicht ordentlich beurteilen. Aber das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Ja. Es ist okay, wenn er jetzt auf dem Tisch steht, dann passt das. Wenn er auf dem großen Schrank steht, dann nicht. Wir machen jetzt nochmal vorne den Deckel auf und schieben jetzt einfach mal die Kassette rein. Muss nochmal aufpassen, wie rum. Ich glaube, so rum. Zack. Dann steckt man das hier rein. Und wenn das drin ist, kann man den Drucker anmachen. Jetzt kommt das Canon-Logo. Währenddessen der jetzt hochfährt, nochmal ganz kurz ein paar Specs. Er druckt mit 300 dpi, 24-Bit Farbtiefe, was völlig ausreichend ist. Ihr könnt Postkarten bedrucken, ihr könnt Sticker bedrucken, Passbilder könnt ihr ausdrucken und das alles in 10x15. Wenn der Drucker ein Bild ausdruckt, dann dauert es ungefähr 47 Sekunden. Ja, könnte jetzt kürzer sein, aber es ist immer noch besser als zu DM zu laufen oder zu Rossmann. Da wird es definitiv länger dauern. Ihr könnt in Matt ausdrucken und das sogar in 3 Stufen. Also das heißt, das Muster ändert sich dann in dem Fall. Ihr könnt Hochglanz ausdrucken, ihr könnt Collagen ausdrucken. Fotos mit weißen Rändern, ohne weiße Ränder, Fotostreifen. Ihr könnt per WLAN ausdrucken, per USB. Ihr könnt ihn einfach am Rechner anschließen, ihr könnt die Bilder dann dort ausdrucken. Ihr könnt per SD-Karte ausdrucken, iPhone, Smartphone. Also ihr habt da wirklich keine Grenzen. Ihr könnt mit fast jedem Gerät Bilder ausdrucken. Das ist sehr, sehr cool. Wenn ihr zum Beispiel Fotos auswählt über die SD-Karte, die ihr angeschlossen ist, dann kann man das besser beurteilen als bei den vorhergehenden, denn hier ist das Display etwas gewachsen. Ich würde sagen, wir drucken jetzt mal ein Bild aus, aber bevor das passiert, müssen wir mindestens eine App runterladen, und die App heißt Canon Print. Das ist die App, so sieht sie aus. Canon Print heißt die, kann man sich im Play Store runterladen oder auch im App Store. Ich habe jetzt per WLAN schon mal den Drucker verbunden, beziehungsweise hier schon mal eingerichtet. Ich muss aber natürlich hier noch WLAN aktivieren. So, dann warten wir jetzt mal ganz kurz. Ich habe jetzt direkte Verbindung ausgewählt. Das heißt, ich muss jetzt hier im WLAN noch den Drucker auswählen. Ich hoffe mal, der kommt jetzt gleich. Ja, hier ist er. Den wähle ich jetzt hier aus. Verbinden. Dann gehe ich wieder zurück.
Dann drücke ich hier auf Fotodruck, wähle mir jetzt das Bild aus. Ich würde sagen, wir drucken als erstes mal ein Farbbild aus, und zwar das hier. Gehen jetzt hier auf Weiter. Hier können wir noch ein paar Einstellungen vornehmen, aber so viel ist es nicht. Eigentlich nur Kopien und Rand. Wir machen jetzt aber in dem Fall mal ohne Rand. Gehen dann wieder zurück und dann gehen wir jetzt hier einfach mal auf Drucken. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Das Bild wird jetzt übertragen an den Drucker und dann wird das Bild ausgedruckt. Ich habe natürlich schon ein paar Bilder ausgedruckt, aber nicht mit diesem Drucker, sondern mit einem etwas teureren Drucker. Der hat 800 Euro gekostet. Da ist das Hauptaugenmerk nicht auf Qualität, sondern eher auf Geschwindigkeit, und der kann Bilder innerhalb von 5 Sekunden ausdrucken. Und wir werden jetzt einfach mal die Bildqualität damit vergleichen. So, das Bild ist fertig. So, wir müssen als erstes erstmal die Ränder hier abknicken. Wenn man Bilder ausdruckt, werden die nicht zu 100% so ausgedruckt, wie man es vielleicht auf dem Handy hat. Die werden ein kleines bisschen beschnitten. Das ist jetzt die Variante von dem teuren Drucker. Der hat 800 Euro gekostet und ist der Sinfonia C2 Drucker. Wie gesagt, der ist auf Geschwindigkeit getrimmt, und das ist der Canon Selfie Drucker. Man muss sich jetzt mal vor Augen halten, der kostet 800 Euro und der kostet ca. 100 Euro. Auf den ersten Blick kann man jetzt erkennen, dass hier die Farben ein bisschen schöner sind. Hier sind sie nicht ganz so dynamisch, möchte ich mal sagen. Hier fehlt ein bisschen mehr Farbe, aber das kann man alles hier noch einstellen. Hier ist aber die Schärfe richtig genial. Also wenn die Schärfe schon mal stimmt, ist der Rest eigentlich alles nur noch Einstellungssache. Was ich jetzt schön finde, die Bilder sind jetzt nicht so gekrümmt, so dermaßen gekrümmt. Also wenn man die jetzt irgendwo an die Wand kleben möchte, dann gehen die hier definitiv nicht so schnell ab wie die hier. Ich würde jetzt hier aber einen Unentschieden übergeben. Farben sind hier definitiv schöner, hier nicht ganz so schön. Dafür ist es aber schärfer und hier ein bisschen unscharf. Für mich ist eine Königsdisziplin immer Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Wenn Schwarz-Weiß-Aufnahmen gut aussehen, dann sehen alle anderen Aufnahmen eigentlich auch gut aus. Dann ist das immer nur eine Einstellungssache. Und ich würde sagen, wir drucken jetzt mal noch eins in Schwarz-Weiß aus. Ich kann euch schon mal eins zeigen, was mir absolut nicht gefällt. Wenn man Schwarz-Weiß-Aufnahmen ausdruckt, dann passiert das bei relativ günstigen Fotodruckern oder die einfach nicht darauf optimiert sind, dass die helleren Farben nicht schön aussehen. Da ist meistens noch so ein grüner, bläulicher Schimmer drin. Und das kann man jetzt hier zum Beispiel gut erkennen. Das kann man auch im Gesicht gut erkennen. Und das sieht nicht gut aus. Ich werde euch gleich eine bessere Variante zeigen, und wenn das Bild hier ausgedruckt ist. So, auch hier müssen wir wieder die Ränder abknicken. Das ist die 800 Euro Variante und das ist die 100 Euro Variante. Und hier sind die Farben viel schöner. Es ist auch wieder hier sehr, sehr, sehr scharf. Und ich finde die Farbverläufe hier besser als da. Na, hier habe ich das Gefühl, dass in den helleren Farbtönen immer noch ein bisschen Details drin sind, und hier gehen die komplett verloren. Ja, deswegen geht der Punkt eindeutig an den CP1300, und der für 800 Euro kriegt leider keinen Punkt. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass der Drucker das Bild viermal einzieht, bis das Bild fertig ist. Bei den ersten drei Malen wird eine Farbschicht draufgelegt, und zu guter Letzt kommt dann eine Veredelung mit Hochglanz oder Seitenmatt drauf. Also nicht wundern, wenn das Bild dann drei, viermal durchgeht, bevor das dann fertig ist, ja? Ich würde sagen, zu guter Letzt gucken wir uns noch mal kurz die Einstellungen an. Wir haben jetzt hier mehrere Optionen. Fangen wir mal hier beim ersten an. Auswählen und drucken. Das ist dann nur auswählbar, wenn man eine SD-Karte dran hat oder eine Kamera zum Beispiel. Dann kann man hier weitere Druckoptionen vornehmen. Kann hier mehrere Bilder auf ein Blatt ausdrucken. Sowas ähnliches haben wir auch hier nochmal. Hier gibt es einen Collagendruck. Da braucht ihr, glaube ich, eine extra App dazu, um schöne Collagen anzufertigen. Dann gibt es hier die Möglichkeit, Passfotos anzufertigen. Ist auch sehr, sehr cool. Hier könnt ihr WLAN-Einstellungen vornehmen. Die interessantesten Einstellungen gibt es eigentlich hier. Hier könnt ihr zum Beispiel die Druckqualität einstellen. Zum Beispiel Hochglanz. Dann gibt es Seitenmatt mit Muster 1, Muster 2, Muster 3. Das wird dann halt immer dichter. Dann könnt ihr ja auswählen, ob ihr einen Rand haben wollt oder nicht. Dann gibt es hier die Möglichkeit des Seitenlayouts. Einfach, zweifach, vierfach oder achtfach. Hier könnt ihr einen weißen Hintergrund auswählen oder auch einen schwarzen Hintergrund. Ihr könnt das Bild nochmal optimieren, Helligkeit könnt ihr hier einstellen, Farbanpassungen. Hier könnt ihr verschiedene Filter drauflegen, kräftig, neutral, Diafilm, Sepia oder Schwarz-Weiß. Ihr könnt nachträglich die Haut glätten lassen von dem Drucker. Die roten Augen können entfernt werden, was sehr interessant ist. Ihr könnt ein Datum draufdrucken lassen, die Dateinummer und dann noch irgendwas, was ich gerade nicht verstehe. Drucker-Setup, Passfoto-Priorität gibt es hier, Einstellung beibehalten, Datumsformat. Also wenn ich etwas nicht erkläre, dann weiß ich nicht auf Anhieb, was das ist, ja, also nicht wundern.
und ihr könnt dann alles zurücksetzen. Wie jedes andere Video findet auch dieses Video sein Ende und jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, wie dir das Video gefallen hat. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ob du dir jetzt diesen Drucker kaufst, was du damit vorhast, würde ich sehr, sehr gerne wissen. Und lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat, abonniere diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir, meine Freunde, sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.